An der Hauptstraße fällt mir dieser kleine Laden auf. Kameraankauf, das klingt spannend, also rein in die gute Stube. Sammeln Sie alte Kameras? Nein, wir handeln damit. Sie handeln? Ja, wir handeln seit 1955 mit gebrauchter fotooptischer Technik. Sie nicht persönlich, sondern wahrscheinlich schon Ihre Eltern? Mein Schwiegervater, der hat 1955 damit angefangen und wir machen das bis heute. Ach. Und handeln damit, kaufen alte Geräte auf, reparieren die wieder, basteln die wieder und verkaufen die wieder. Gerd Schage zeigt uns seine Schätze. Alte Balgen, Platten und Kleinbildkameras, liebevoll restauriert. Als sein Schwiegervater kurz vor der Wende bei einem Unfall ums Leben kam, hat er das Geschäft übernommen. Viele Fotohändler in der Gegend haben längst aufgegeben. Diesen Laden gibt es jetzt im 60. Jahr. Haben Sie denn irgendwas Besonderes, was Sie mir zeigen können? Ja, ich habe hier eine sehr alte IHG-Plattenkamera von 1900, ja, Ende der 20er Jahre. Wow. Und ein ganz besonderes und seltenes Stück, eine IHG-Patent-Klappreflex, sogar mit der dazugehörigen Gebrauchsanleitung. Das ist ganz selten, dass man sowas also aus den 20er Jahren, fast Ende der 20er Jahre, fast original kriegt. Die wird hier entriegelt. Und dann schaut man hier oben durch. Gerd Schage sammelt und handelt auch mit anderen technischen Geräten. Die Leute aus der Gegend bringen sie bei ihm vorbei, wenn Häuser ausgeräumt oder Dachböden ausgemistet werden. Sogar diese Stasi-Kamera, mit der heimlich Fotos gemacht wurden. Und das älteste Modell? Das ist eine Kamera von 1750 etwa. Das ist das älteste Modell, Kupfermessing. 1750? Ja, das ist so ein Vorläufer, wo man dann das noch als Zeichenhilfe bezeichnet hat. Das Licht tritt ein, hier wurden Papiere draufgelegt und dann konnte man entsprechend zeichnen. Das waren so die ersten Vorläufer. Man versucht hat, ein Bild irgendwie haltbar zu machen. In Amtsberg ist dieser Laden eine Institution. Der 52-Jährige hat mit seinem Handel eine Nische entdeckt und seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Herr Schage, vielen herzlichen Dank, das war sehr interessant. Alles Gute für Sie. Hat mich gefreut, Dankeschön. Tschüss. Tschüss.